12. März, 7:26 Uhr, Flug I390, Deck 1, Lounge. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Miles Edgeworth Investigations. Und ja, wir haben im letzten Part mit einigen Leuten geredet, mit Fettsäcken, mit betrunkenen Leuten und einer Angsthasen und einer schlafenden Katze oder was auch immer. Schlafende Katze. Und einem Ausländer, der keine Ahnung spricht, Ägypter oder Borginia ist oder so. Genau. In den Hieroglyphen, deswegen Ägypter. Und jetzt wollen wir noch erstmal untersuchen und mir fällt gerade auf, hier, guck mal, voll schöne Säulen, wollte ich sagen. Diese Tür da, die irritiert mich aber auch ein bisschen. Die Tür hier? Ja, vielleicht ist da was drin. Versteckt der Mörder da. Okay, dann wollen wir weitermachen. Katz. Ich wollte Ihnen noch einmal für Ihre Hilfe danken, Frau Tenero. Nicht der Rede wert. Sie sollten lieber dem Captain für die Erlaubnis danken. Und damit eins klar ist. Ich traue Ihnen immer noch nicht so ganz. Nicht, dass Sie da einen falschen Eindruck haben. Ich verstehe. Ich werde daran denken. Ich habe einen Befehl vom Captain erhalten. Er meinte, dass ich Ihnen sagen solle, dass wir die Ermittlungen stoppen werden, sollten Sie keine Fortschritte machen. Und sollte das passieren, dann bitten wir Sie sofort auf Ihren Platz zurückzukehren. Also läuft meine Zeit ab, sobald es der Besatzung beliebt, nicht wahr? Ich muss Herrn LeBlancs Aussage widerlegen, bevor die Zeit um ist. Ich verstehe. Wo wir schon dabei sind, ach Gott, jetzt warte, wo wir schon dabei sind. Gibt es einen Ort an Bord, an dem der Mörder sich verstecken könnte? Ja, die Tür da hinten, die Niklas eben gesagt hat. Nein, das glaube ich nicht. Nachdem die Passagiere auf ihre Plätze geschickt worden sind, haben wir das Flugzeug durchsucht. Was die Business- und Economy Class angeht, kann sich niemand zwischen diesen beiden und der ersten Klasse ohne Schlüsselkarte bewegen. Und im Bordcomputer befindet sich kein Vermerk, dass so eine Karte benutzt worden wäre. Das bedeutet wohl, dass es sich hier um einen Killer erster Klasse zu tun habe. Zumindest das kann ich mit Sicherheit sagen. Hat ja zwei Bedeutungen, erster Klasse und erste Klasse, wegen, weil er ja da drin sitzt. Dann muss es ja einer von denen sein. Ja. Und da ist noch etwas. Es durfte auch niemand sonst den Tatort betreten, seit der Mord entdeckt wurde. Ich merke gerade was. Beginn der Ermittlung. Launch auf Deck 1. Was bemerkst du? Den Anzeichen für den Mörder, wer der Mörder sein könnte. Ein Beweisstück. Ja, okay. Bin mir da aber nicht sicher. Können wir mal machen. Dann wollen wir mal. Aber wo genau sollen wir anfangen? Beginnen wir mit dem, was Herr Blanc gesagt hat. Das Verbrechen geschah zwischen 6 Uhr und 6.15 Uhr. In diesem Zeitraum befand sich nur ich selbst mich in dieser Lounge. Was? Aber ich habe genau vorgelesen, wie er das verstand, glaube ich. Ja, das war. Egal. Was mich wohl zum Hauptverdächtigen macht. Da ich allerdings Herrn Hicks nicht umgebracht habe, muss auch der Mörder hier gewesen sein. Wo war der Täter? Was deutet darauf hin, wo sich der Täter befand? Ach, das ist die Blut. Ich habe ihn schon wieder völlig vergessen. Wenn wir annehmen, dass Sie die Wahrheit sagen, dann ja. Als erstes sollte ich wohl Informationen beschaffen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Okay. Hier, Logik. Hier leckt das gar nicht so doll. Wo war der Täter? Was? Okay. Was wolltest du denn? Bei dem Täter, bei dem Opfer meine ich, nicht was du auf den Täter vielleicht hinweist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach so. Welche Etagen erreicht dieser Aufzug? Nur die erste und die zweite, aber man kann ihn noch hinunter und in den Frachtraum schicken. Dazu braucht man allerdings eine Schlüsselkarte der Crew. Also können Passagiere nur zum ersten oder zweiten Deck fahren. Aufzug. Die Leiche des Opfers wurde im Aufzug gefunden, der das erste und zweite Deck verbindet. Wir müssen dann noch mehr untersuchen. Also extrem viel. Wir werden nicht ruhen. Ach komm, den Satz kennen wir doch, glaube ich. Ich will das nicht immer wieder vorlesen. Okay, dann kannst du mit der Maus hier einfach suchen, was du, wenn du irgendwas hast, dann kannst du. Ah, die Katze vielleicht mit Fingerabdrücken. Warte mal. Sehe ich das gerade richtig, dass das Opfer Handschuhe anhat? Das Handschuhe? Nee, ich glaube nicht. Ich hab das Gefühl, das wäre das Handschuhe. Egal. Was ist das für eine unheilvoll aussehende Figur auf dem Boden hier? Oh, das ist ein Sparschwein in der Form unseres Maskottchens, Mr. I Fly. Achso, das ist ja was anderes. Ach so. Nur einer der vielen Artikel, die wir in unserem Onboard-Shop verkaufen. Dieses Sparschwein ist aus einer limitierten Auflage und inzwischen haben wir nur noch dieses eine. Es gibt einen Onboard-Shop? Ja, rechts am Ende der Lounge. Im Moment ist das Ladengitter geschlossen. Aha, das haben wir gerade schon gesehen. Aber er war den ganzen Flug über geöffnet, bis Herrn Hicks Leiche gefunden wurde. Da ist etwas Blut drauf. Könnte das die Mordwaffe gewesen sein? Mordwaffe Mr. Eyefly. Das Blut darauf ist noch frisch. Könnte das die Mordwaffe sein? Könnte aber auch rein theoretisch wieder nicht unbedingt Blut sein, sondern Traubensaft. Ich habe nämlich erst gedacht, das wäre eine Katze. Dann hätte ich nämlich gedacht, das ist doch eine Katze, oder nicht? Nee, das ist so ein komischer Waschbär oder so. Ja? Warte, haben wir das nicht...
Geh mal auf, achso, auf Logik. Ach, auf Logik. Geh mal kurz gucken, ich bin immer nur so eine Katze gewesen. Da. Tatsächlich. Ah, weil ich hatte sonst nämlich gedacht, dass diese Katze von diesem komischen Magada kommt, diesem Ägypter, sag ich jetzt mal, weil ach der hat ja auch so antike Sachen dabei, deswegen, weil der ja. Stimmt, das könnte sein. Aber wenn das jetzt so eine Spardose aus dem Shop ist, dann kann das ja jeder andere. Möchtest du noch mal irgendwas. Ach, warte mal. Aha, guck mal hier. Nein. Ach, da. Ich hab hier am Kopf. Genau. Das ist auch noch. Gut. Ich bezweifle, dass irgendjemand damals rechnete, auf einen Flug eine Leiche im Aufzug zu finden. Also ist Herr Hicks. Er ist wirklich tot? Ja. Sie zittert, aber das kann man ihr wohl nicht verübeln, dass sie vor einer Leiche steht. Herr Hicks, wenn Sie wirklich tot sind, dann sagen Sie doch bitte ja. Oder stehe ich denn nur? Jetzt zittert sie zwar nicht mehr, dafür hat sie neue Symptome entwickelt. Egal, ich sollte mich jetzt auf das Opfer konzentrieren. Mal sehen. Auf dem Hinterkopf von Herrn Hicks ist Blut. Könnte das die Todesursache sein? Er scheint sehr hart geschlagen worden zu sein. Stumpfe Gewalt, Einwirkung. Wunden deuten auf stumpfe Gewalteinwirkung. Aber was hat sie verursacht? Aha, das ist die meiste Todesursache bei Attorney Online. Sogar seine Brille ist zerbrochen. Ach, Brillen kennen wir auch schon. Kaputte Brille. Die Brille des Opfers ist zerbrochen. Geschah das während des Mordes? So viele Logiken jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir schon 5, glaube ich. Ach du Scheiße, es wird extrem voll gleich. Okay, dann noch diese Halskette oder Halskette sind. Das ist, glaube ich, so ein Sicherheitsgurt oder so. Ich frage mich, was wohl an diesem Band hing. Irgendwas fehlt hier. Ach, das haben die doch auch immer bei diesen zum Beispiel bei diesen auf der Gamescom oder so, diese besonderen Leute haben ja auch immer diese. Genau, das hatte ich bei Jugendfrosch auch mal. Wenn ich genau wüsste, was. Weil der ganze Text blind ist, aber warte mal, hier entweder diese grüne Karte oder das hier. Eben steckt irgendwas in der Tasche. Stimmt. Beobachtet. Da hat er was aus seiner Hosentasche. Ich hoffe, es macht ihm nichts aus, wenn ich einen kurzen Blick hineinwerfe. Es ist ein Foto. Oh, das sieht aber geil aus. Es sieht aus, als wäre es ein. Mann. Es sieht aus, als wäre es in irgendeinem Gebäude aufgenommen. Und guck mal, was er da am Hals hat. Ja, auch da hängt irgendwas dran. Ich weiß aber nicht, was. Das ist das Telefon? Das könnte sein. Warte mal, wir gucken uns das ja nochmal an. Warte mal, hier ist irgendwo ein Widerspruch schon drauf. Warte, in der Tasche ist auch was gefunden. Vielleicht ein Erinnerungsfoto? Wegen dem Handy, der da drauf ist. Das ist das Handy. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht irgendwas aus dem Hintergrund noch gebrauchen können. Ach, das ist ja Borginien. Kein Wunder, ist das ja gemacht worden, ne? Ja, das wird wahrscheinlich irgendwas damit zu tun haben. Also, wie schon gesagt, wir haben jetzt hier, du siehst da oben schon, Folgern. Ich glaube, es hat irgendwas damit zu tun, dass das nicht mehr dran ist, aber ich würde ein bisschen untersuchen. Geld ist kreuz und quer über den Boden des Aufzugs zerstreut. Das befand sich ursprünglich wohl alles in Herrn Hicks Brieftasche. Okay, und jetzt noch hier das hier. Wenn das nicht alles Geld ist. Ah, ja, okay, ist alles Geld. Okay, warte. Vielleicht. Ja, dachte ich auch. Dass er vielleicht mal Finger tut oder was? Na, egal. Warte, genau, die Hand wollte ich noch eben schnell. Ich bezweifle, dass irgendjemand damit rechnet auf einen. Achso, okay. Geschlagen, Brille, kennen wir schon. Okay, warte, ich würde einmal ganz kurz Logik nochmal kurz gucken. Was haben wir denn da? Wo war der Täter? Aufzug. Ja, stumpfe Gewalteinwirkung und Mordwaffe. Doch, hast recht. Das hast recht. Geh mal da noch unten. Ach, Mann! Hier muss ich mich echt dran gewöhnen. So, und verbinden. Welche Taste ist das jetzt wieder? Da. Jetzt hab ich's. Und. Ja. Ja, sehr schön. Und du sagst, du hast nicht sowas mit solchen Spielen. Das heißt, ja, ich habe mich langsam reingefuchst. Ja, auch außerdem ist das für mich jetzt auch blöd. Das heißt, ich kann nicht mehr irgendwie angeben oder sowas. Eine blutbefleckte Statue liegt neben der Leiche eines Mannes, der erschlagen worden ist. Oh, Herr Edgeworth, ich glaube, ich habe etwas herausgefunden. Ja, was denn? So wie das Blut darauf ist, konnte es mit der Wunde an seinem Kopf übereinstimmen. Und der Oscar für die offensichtlichste Schlussfolgerung geht an. Nun, was glauben Sie, Herr Edgeworth? Meinen Sie, das sollte untersucht werden? Anscheinend ist diese Statue unsere Mordwaffe. Oh, ich wusste es. Ich meine, ich könnte mir keine andere Lösung denken. Das Lächeln eben. Das sieht ja ziemlich verrückt ist. Dann doch eher der Oscar für die größte Ignoranz. Mr. Eifler Sparschwein. Sehr schön. Okay, warte. Eben einmal kurz angucken. Mr. Eifler Sparschwein. Wird normalerweise im Onboard-Shop verkauft. Und hat dort gefunden. Blut verschmiert. Aha, können wir untersuchen. Warte mal, einmal ranzoomen ans Gesicht, in die Fresse. Sieht voll geil aus. Ja, oh. Oh. Ach, kann man sogar untersuchen. Da wirft man wohl die Münzen rein.
ich muss zugeben, dass es für ein Sparschwein ziemlich solide ist. So solide, dass ich mir nicht sicher bin, ob man das Geld auch wieder entnehmen kann. Ich wollte gerade sagen, nämlich, das hätte eigentlich zerbrechen müssen, wenn das so ein normales Ding ist, ne? So ein normales Sparschwein. Mhm. Weil hier ist ja keine Öffnung, dass wir da rauskommen. Egal. Da ist etwas Blut auf einer der Ecken. Könnte dieses Sparschwein die Mordwaffe sein? Okay. Irgendwas anderes, was man untersuchen kann? Einmal ein bisschen so absuchen. Die Schrift vielleicht? Ja, genau, wollte ich sagen. Ja. Da steht iFly Airlines. Ach, warte mal, dieses Ding... Nee, gar nicht, ich muss mir gar nicht erinnern. Das steht wahrscheinlich in der englischen Version auch drauf. Schade. Ich habe das in letzter Zeit häufiger gesehen. Und es stört mich außerordentlich. Warum kann keiner mehr Nomen richtig trennen und richtig schreiben? Oh, bleib ganz ruhig, Edgeworth. Vielleicht nochmal das Gesicht, wollte ich gerade noch sehen. Okay. Ich glaube, es ist eigentlich alles. Ja, ist alles. Okay. Profile haben wir immer noch nichts Neues, würde ich mal sagen. Ja. Okay, ich glaube, es ist erstmal alles, aber nochmal einmal ganz kurz zur Logik gehen. Wo war der Tilta? Kaputte Brunne. Aufzug. Nee, eigentlich nicht, ne? Nee. Was deutet darauf hin, wo sich der Täter befand? Kaputte Brille, nicht Aufzug. Man könnte eigentlich die Leiche des Opfers wurde im Aufzug gefunden. Ja. Ich glaube, man könnte jetzt, dass der vielleicht im zweiten Deck ist, aber ich glaube, es ist jetzt, oder? Was bedeutet dann, dass sich der Täter, wo sich der Täter befand und auf zu ja? Also, dass er eigentlich jetzt irgendwo im ersten oder zweiten Deck ist, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt verbinden muss. Man kann aber können es einfach verbinden. Wir haben ja genug Geld, wollte ich schon wieder sagen. Mann! Ich sehe schon, komm, das wird nichts. Oh, sehr schön. Es stimmt, dass sich vor den Turbulenzen außer mir niemand in der Lounge befand. Aber wenn sich der Mörder zusammen mit den Opfern im Lift befand, ist das etwas anderes. Im Aufzug mit Hicks könnte ich nur beweisen, dass der Täter gemeinsam mit Hicks im Aufzug war. Ja, man könnte jetzt eigentlich sagen den Mord, aber naja, kann egal. Beweisen, dass das kann man nicht verbinden, glaube ich nicht. Okay, zurück. Okay, wir könnten da jetzt eigentlich schon den Widerspruch finden, aber ich glaube nicht, dass... Vielleicht müssen wir noch was anderes untersuchen. Schade, dass eine Bronzestatue nicht zu schätzen weiß, welche Ether-Tropfen sie umspielt. Dies ist eine Statue unseres Gründers, Herr Hugo Eifly. Er mochte Traubensaft sehr gerne. Ich bin sicher, es würde ihn freuen zu wissen, dass unter seinen Füßen so viel Saft ist. Bildet es mir nur ein, oder scheint sie diesen Mann schon direkt zu verehren? Okay, das Gitter. Der Onboard-Shop befindet sich direkt hinter diesem Gitter. Doch wir haben keine Erlaubnis, es zu öffnen, also werde ich es geschlossen lassen. In dieser Lounge gibt es sicher noch weitere Weise zu finden. Ich sollte wachsam bleiben. Und diese Flasche, aber es kommt wahrscheinlich wegen den Turbulenzen. Die Gläser und Kerzen wurden durch die Turbulenzen durcheinander geworfen. Ich habe schon lange keine solche Unordnung mehr gesehen. Es ist mir sehr peinlich, aber für einen Moment hielt ich es sogar für ein Erdbeben. Und habe panisch nach Gasleitung zum Abstellen gesucht. Mann, die Erschütterung war tatsächlich stark genug, um die feinen Erdbeben zu halten. Ja, Ashworth kennen wir ja. Ich kann es schwer beurteilen. Immerhin war ich fast die ganze Zeit bewusstlos. Die ganze Zeit über. Aha, hier auch nochmal Traubensaft. Dieser umgefallene Stuhl. Noch ein Opfer der Turbulenzen. Ah, nein! Schauen Sie nur, der Rücken ist voller Traubensaft. Er sieht vielleicht nicht so aus, aber dieser Stuhl ist wirklich sehr viel wert. Tatsächlich? Ja, wir haben ihn benutzt, wann immer die Rockerjungs mit uns geflogen sind. Der Leader selbst saß in genau diesem Stuhl. Entschuldigung, was sind diese Rocker-Jungs überhaupt? Ich kann nicht fassen, dass sie nie von ihnen gehört haben. Jeder spricht davon. Die Rocker-Jungs sind eine extrem beliebte internationale Band, wie er da steht. Guck mal auf Edgeworth, wie die ganze Zeit mit dem Finger macht den ganzen Zeit. Und wie die da aneinander dran stehen, das ist auch geil. Er tippt die auf die Schulter, er streichelt sie. Die haben sich verliebt. Sie haben den Jungs-Teil erst angehängt, als sie bei den Jugendlichen beliebt wurden. Ah, das erklärt natürlich alles. Ich bin nicht wirklich an moderner Musik interessiert. Vielleicht sollte ich Inspektor Gamsho später nach dieser Band fragen. Andererseits, ich kann mir vorstellen, was für ein konfuses Gespräch das wäre. Oh, ein Klavier oder Piano oder was? Flügel. Ja, dieser Flügel ist der Stolz des Flugzeuges. Er spielt die Musik jeder CD, die in sein Laufwerk eingelegt wird. Was?
Das ist kein Flügel, das ist nur eine riesige Jukebox. Aber die Tasten bewegen sich zur Musik, als würde jemand wirklich drauf spielen und ich bin gerade unsichtbar. Oh ja, tatsächlich. Wo ist hin? Man sieht noch so ein bisschen den Zopf, glaube ich, oder ist das? Oder gehört das zum Boden dazu? Nee, doch, warte, guck, hier ist das Ohr. Da. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, die ist einfach verschwunden. Da hat wohl jemand zu viel Geld für sein hochkompliziertes Spielzeug übrig. Ja, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, es ist einfach verschwunden. Das Gesicht von Edge von vorne sieht voll lustig aus. Okay, da kommen wir wahrscheinlich wieder hoch. Nee, kommen wir nicht. Das ist eine unsichtbare Wand vor. Warte mal, wenn ich jetzt mal nach da laufe, kann man da unten sehen. Ach, da ist Deck 2. Mitarbeiterraum, ach so. Diese Tür führt zum Flugbegleiterraum. Sie müssen bitte verstehen, dass unberechtigte Personen hier keinen Zutritt haben. Aus diesem Zimmer riecht es nach Frauenparfüm. Parfüm soll angeblich gut riechen, aber für mich riecht es einfach nur. Nicht als ob es mich im geringsten interessieren würde, was hinter dieser Tür ist. Sollten wir uns nicht lieber wieder auf die Ermittlung konzentrieren, Herr Edgeworth? Herr Edgeworth? Verzeihung, ich war wohl einen Moment lang weggetreten. Diese Flaschen und Gläser gingen wohl durch die Turbulenzen zu Bruch. Hier liegen eine Menge Glasscherben. Bitte passen Sie beim Durchgehen darauf auf. Vielen Dank für Ihre Warnung, Herr Edgeworth. Trotzdem, egal wie nett Sie zu mir sind, das ändert nichts daran, dass ich Sie nach wie vor für verdächtig halte. Ich habe Sie nicht gewarnt, um meinen Namen reinzuwaschen. Glas. Hier darf man einfach drauf treten. Achso. Durch die Fenster kann man den Himmel erspähen, aber die Wolken sagen mir gar nichts. Herr Edgeworth, Sie sehen aus, als würden Sie mit den Wolken reden. Tatsächlich? Und was glauben Sie, habe ich Ihnen gesagt? Das weiß ich nicht, aber die Unterhaltung sah wirklich recht einseitig aus. Diese Wolken sahen mir gar nichts. Oder das bewegt sich ja draußen sogar, das ist ja geil. Es befinden sich einige Ausgaben des Sky Magazin im Zeitschriftenständer. Dieses Monat gibt es ein Grammatikquiz auf der... Ja, gerade Grammatik, dieses Monat. Auf der Rätselseite. Das ist keine schlechte Idee. Ich hörte, dass die heutige Jugend keinen Partikel vom Partizip unterscheiden kann. Herr Edgeworth, bitte verwirren Sie doch nicht die Leute mit Ihren Wortschöpfungen. Partizip? Was soll so ein komisches Wort denn bedeuten? Ich fühle mich bestätigt. Was war das Partizip und was war der Partikel? Sag mal. Partikel kenne ich gar nicht eigentlich. Ich glaube, es sollte Artikel heißen. Ja, ich glaube auch. Aber wahrscheinlich mit Partikel und Partizip, dass sich das dann so ähnlich anhört. Okay, ich glaube, das war an sich alles. Dann können wir mal langsam zum Heurika näher rangehen, indem wir folgern. Was? Das wollte ich doch gar nicht untersuchen. Etwas Traubensaft wurde von dem Aufzug auch verschüttet. Das muss während der Turbulenzen geschehen sein. Oh, das müssen wir aufwischen, sonst rutscht noch jemand aus. Und stirbt auch. Aha! Was haben Sie, Herr Edgeworth? Ich habe ein sehr wichtiges Beweisstück gefunden. Wo finden Sie das wichtige Beweisstück? Das wollte ich doch gar nicht wissen. Also, entweder ist es... Ich weiß es, ich habe es gesehen. Aha! Ja. Erst hatte ich das Glas, weil das ist so lange, so eine Spur. Genau, dann habe ich hab entweder gedacht, wegen hier. Ja, dann habe ich auf die Flasche geguckt und dann zack, habe ich die Fußstapfen. Zack, da haben wir es. Ja, sehr schön. Jetzt in den Laden gelaufen. Okay. Nimm das! Wen schreist du an? Was haben Sie? Sie sind etwas verwischt, aber wir sind uns wohl einig, dass das hier Fußspuren sind. Traumsaftflasche. Larche. Oh Gott. Vor den Aufzugtüren befindet sich ein Traumsaftlarche. Und Sie glauben? Ja, Sie gehören wohl unserem Mörder. Oh, dann sollten wir wohl die Schuhgrößen aller Passagiere der ersten Klasse überprüfen. Ich denke nicht, dass uns das helfen würde. Die Spuren sind leider zu verwischt, was einen weltlichen Vergleich schwer machen würde. Oh, ich verstehe. Okay, aber nee, das war nicht. Guck mal, jetzt sind die Fußspuren da. Eben hat man die, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Ich glaube nicht, nee. Aber das klar, man hat darauf ja eben auch nicht so geachtet, ne? Logik. So, lass mich mal kurz gucken. Aufzug mit Hicks. Traumsaftleiche? Ja, jetzt hätte ich gerne das hier mit dem anderen verbunden. Mach doch, versuch doch. Gemeinsam mit Hicks im Aufzug war. Die Spuren gehen. Warte, mach ich mal kurz gucken. Aha, die Spuren, der könnte ja genau so hier lang gegangen sein. Das heißt, man hätte nicht gesehen, dass er da nicht. Also, das könnte eigentlich beweisen, dass er da drin war. Würde ich jetzt mal so. Also, wir können es aber versuchen. Wie schon gesagt, wir haben genug Leben. Aber eigentlich glaube ich, dass es so ist.
Hier schon was trinken. Sehr schön. Ich hab's. Tut mir leid, aber ich verstehe nicht, Herr Edgeworth. Ich kann beweisen, dass sich hier noch jemand außer mir zum Tatzeitpunkt befand. Was? Wirklich? Ja, im Grunde genommen ist es ganz einfach. Im Wein liegt die Wahrheit, oder in dem Fall besser gesagt, im Traubensaft. Diese Fußspuren hier deuten auf die Tatsache hin, dass jemand den Aufzug verließ, und zwar lebendig. Da unser Opfer es nicht sein kann, muss es eine zweite Person gewesen sein. Aber könnten die Fußspuren nicht von Herrn Hicks selbst stammen? Oder von mir vielleicht? Ah, aber sehen Sie sich die Sohlen der Schuhe des Opfers an. Die sind blitzblank. Okay. Was bedeutet? Dass Herrn Hicks nicht alleine im Aufzug war. Ganz im Gegenteil. Es befand sich noch eine andere Person im Fahrstuhl. Fußspuren. Oh Gott. Immer diese langen Wörter. Okay, Saftfußspuren während der Turbulenz verschüttet. Man sieht Fußspuren und dass etwas gezogen wurde. Was ist etwas gezogen? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Was könnte er denn sehen können? Irgendwie so einen kleinen Koffer hinter sich her, oder? Kann sein. Ja, vielleicht sehen wir da noch etwas. Aber ich glaube, jetzt haben wir hier wirklich alles untersucht. Ja, versuchen wir jetzt mal zu folgern. Werde ich tun, bla bla bla. Wenn ich jetzt dich fragen müsste, was würdest du als Folger benutzen würden? Diese Stelle hier, dass da was fehlt, oder? Ja, genau. Sollen wir das machen? Ja. Okay, dann folgen wir mal. Ist mit dieser Stelle verbunden. Hier mit das Bild. Das Bild, genau. Heureka! Vergesse ich jedes Mal. Ich kann Herrn Hicks Gerät hier nirgends finden. Sein Gerät? Der Gerät. Sein Handy, Frau Tenero. Ah, und ich denke, wenn es nicht hier ist? Ja, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass der Mörder es an sich nahm. Fehlendes Handy. Vielleicht ist auf dem Handy ja irgendwie ein Bild vom Mörder drauf, deswegen hatte der Mörder das... Stimmt, das könnte sein. Handy mitgenommen. Okay, die Ermittlungen sind beendet. Ich guck mir eben schnell das Handy an. Oh, schon die erste Seite voll, sehr schön. Anscheinend hatte das Opfer 1, aber es verschwand. Na, ist der Täter an sich? Oder haben die es an uns genommen? Was geht denn darüber? Was geht da drüben vor sich? Nein. Käfer und Reh und irgendwelche komischen Pfeil. Schere. Das ist unverzeihlich. Sie mich verstehen? Der Film hat Verspätung. Das ist genauso schlimm, als wenn Flugzeug haben würde Verspätung. Aber der Film... Was? Ich nicht weiter mit Ihnen reden. Sie verschwenden die Zeit von mir. Was gibt es für ein Problem, Herr LeBlanc? Wenn es keinen Notfall gibt, kehren Sie bitte zu Ihrem Sitz zurück, Sir. Sie mir nicht sagen, was ich tun muss. Ich nicht muss mich setzen hin. Nun, Herr Staatsanwalt, haben Sie schon bewiesen Ihre Nein-Schuld? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen meine Unschuld jetzt sofort beweisen. Was? Unsinn! Sie sagen wollen, mein Augenzeugenbericht ist haft von Fehler? Nicht fehlerhaft, nur dass es Raum für Zweifel gibt. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn Sie noch detaillierter berichten, was Sie sagen. Schön, wie Sie wollen. Und hör auf mich zu zielen. Und natürlich kommt jetzt... Oh Gott, wieder Musik. Kommt die nächste Aussage. Ja, jetzt steht da oben auf einmal Aussage. Das ist ja auch jedes Mal anders. Okay, Aussage und Argument, oh Gott. Ja gut, aber diese Aussage schauen wir uns, würde ich mal sagen, im nächsten Part an und zerstören die auch. Oh, guck mal hier, das bewegt sich leider nicht. Sehr schade. Okay, bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.